Und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ich werde heute wieder Fragen beantworten. Und ich würde sagen, let's go! Nämlich kommen wir direkt zur ersten Frage. Die erste Frage ist nämlich eigentlich eine Übergangsfrage zur zweiten Frage. Nämlich, wann hast du Geburtstag? Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Ich habe am 24. Februar Geburtstag. Und wurde 205 geboren. Und ja, somit ist die Frage beantwortet, würde ich sagen. Und nämlich kommen wir direkt zur nächsten Frage, nämlich was wünschst du dir zu Geburtstag? Und bei mir ist es so, also wenn ich mache immer ein Geburtstagsfest und da bekomme ich natürlich auch Geschenke. Aber meistens, also eigentlich immer wünsche ich mir Geld, weil die Sachen, die ich mir dann kaufen möchte, die sind dann meistens etwas teurer. Zum Beispiel, also ich finde jetzt ein bisschen übertrieben, wenn jetzt ein Kind einen Schuh kauft, der 180 Franken oder so kostet. Ja. Aber auf jeden Fall, ich kann dir mal kurz sagen, was ich mir alles eigentlich als mit dem Geld, was ich bekomme, mir kaufen möchte. Nämlich zu einem möchte ich mir eine Uhr kaufen. Entweder eine Gold- oder Silberuhr. Ich kann mich noch nicht richtig entscheiden. Wahrscheinlich wird sie von Diesel sein, aber das weiß ich auch noch nicht genau. Weil ich habe da so ein Modell im Sinn und das von Diesel und das gefällt mir. Aber das Problem ist, es ist ziemlich teuer. Das ist immer so ein Struggle, wenn etwas zu teuer ist, ob man es dann wirklich kauft oder nicht. Und die zweite Sache, die ich mir kaufen möchte, ist eine Gold Chain, die in 18 Karat gedippt wurde. Bei einem wird es jetzt schon Klick gemacht haben und bei denen es noch nicht Klick gemacht hat. Nämlich möchte ich mir die von Justin kaufen, wenn die Peso Season 5 rauskommt. Weil da ist, ich finde ja, also da ist ja auch diese Goldkette dabei und ich finde die übelst nice. Und das letzte, was ich mir kaufen möchte, ist ein neues Paar Schuhe. Aber das ist auch wieder seit das andere, würde ich mir gerne zwei Paar Schuhe kaufen, nämlich nein, eigentlich drei, aber ich weiß noch nicht welchen. Entweder den Ultra Boost in Weiß oder einen NMD Prime Knit in so einem schwarzen Camouflage-Muster oder ein 4 oder der Air Force One in der Off-White Collabo oder der NMD Prove hier in Kollabo mit Undefeated. Ja. Oder welchen ich mir auch kaufen würde, wäre der, wie heißt der? Air Force, nein, ist das ein Air Force? Ich verstehe immer, ja, es ist, glaube ich, ein Air Force. Ja. Ich nehme es mal an. Aber auf jeden Fall der Air Force Brad oder wie der heißt, Royal irgendetwas. Ja, auf jeden Fall möchte ich mir einen ähnlichen wie den Air Force One mit Off-White Collabo in einer anderen Farbe kaufen. Aber mal sehen, was für ein Schuh es dann wirklich wird. Ihr werdet es ja dann sehen, weil ich werde sicher dazu wieder ein Video machen. Und Leute, die nächste Haul, mein Deutsch ist heute so bueno. Die nächste Haul kommt bald, weil ich habe schon ein paar Sachen wieder bekommen oder gekauft, die ich auf jeden Fall vorstellen werde. Also es wird auf jeden Fall eine XXL holen. Ich werde
Eigentlich habe ich auch noch nie alles vorgestellt, aber ich werde auch einen großen Teil vorstellen. Ich würde sagen, das war's auch mit dem Video und ciao, Leute.